Diese Folge heute wird ein reines Geben und Nehmen. Denn wir stellen euch eine krasse Musikerin vor, die nicht nur ziemlich lustig ist. My uterus is killing me and I. Sondern bei der wir und viele in den Kommentaren glauben, sie könnte irgendwann mal richtig, richtig groß werden. Und hier habt ihr den Namen zuallererst gehört, Leute. Nina Chuba. Ich habe sie zum Interview getroffen, um mit ihr über Musik zu sprechen. Nicht nur die Musik, die sie selbst macht, sondern auch die Musik, die sie hört. Denn ich sage ihr, welche Songs von ihr ich besonders empowernd und nice fand und möchte ihre Gedanken dazu hören. Und sie zeigt uns im Gegenzug dafür, welche Songs sie so mega nice findet und hört und warum überhaupt. Ich persönlich glaube, dass der Musikgeschmack einiges über eine Person aussagen kann. Und am Ende sammeln wir alle besprochenen Lieder dieser Folge in unserer Playlist, die ihr euch dann ganz entspannt reinziehen könnt. Also win, 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 würde ich sagen. Nina, danke fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank, dass ich hier bin. Sehr, sehr gerne. Ich fand deine Auswahl überraschend, aber zu der kommen wir gleich, also die Songs, die du uns geschickt hast. Wir fangen aber als allererstes an mit einem Song, den ich mir von dir ausgesucht habe. Das ist Lips Shut. So wie ich das verstehe, möchtest du hier deinen anderen Ichs die Lippen zunähen. Kann das sein? Genau, ja. In welchen Situationen wolltest du dir mal die Lippen zunähen, so sprichwörtlich gesagt? Ja, halt immer, wenn diese Zweifel aufkommen, wenn irgendwie aufkommt, du hast nicht gut genug performt, du hast nicht gut genug abgeliefert. Hast du tatsächlich solche Gedanken auch mal gehabt? Ich habe super krasse Zweifel an mir gehabt, schon immer. Also das war schon immer so ein riesengroßes Problem, weil ich mich sehr viel selbst reflektiere. Und ich habe das irgendwann mal so meinem Producer, mit dem ich alles mache, so meine ganzen englischen Sachen, habe ich ihm das so erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass ich gar nichts kann und alle irgendwie von mir irgendwas denken, was ich überhaupt gar nicht abliefern kann. Und dann meinte er so, Janina, du hast einfach das Imposter-Syndrom. Und ich war so, was ist das? Und dann habe ich es so gegoogelt und dann dachte ich mir so, oh krass, ich hab's wirklich so. Und darüber wollte ich halt dann diesen Song schreiben. Und Lips Shut ist eigentlich nur so darüber, wie ich mir teilweise durch diese Gedanken auch so krass selbst im Weg stehe. Und mittlerweile ist es so, okay, ich kann's. Es ist ein Handwerk, was man erlernen kann. Und das kriege ich hin. Ich kann mir da selber vertrauen. Kommen wir zu einem Song, den du ausgewählt hast. Und das ist Cool Enough von Tiamar. Ich finde Tiamar, die Künstlerin, einfach, ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen und ich habe die vor 2 Jahren entdeckt. Die hat einfach das komplette Gesamtpaket. Sie hat krasse Musikvideos. Ich finde, ihre Songs sind einzigartig. Ich finde, so einen Sound hört man voll selten, auch ihre Stimme und wie sie so hoch geht und so in ihren Songs. Das ist irgendwie voll besonders. Und ich liebe einfach ihren kompletten Vibe. Also ich kriege immer gute Laune, wenn ich ihre Songs höre und fühle mich irgendwie empowered. Es gab einen Kommentar unter diesem Song und da hat jemand geschrieben, Reasons why most toxic relationships aren't worth trying to save. Ich weiß nicht, ob du da auch schon Erfahrungen machen musstest, in welcher Hinsicht auch immer, was so toxische Beziehungen angeht. Ja, natürlich. Ne? Toxische Beziehungen sind ein Thema und habe ich auch schon erlebt. Also ich will gar nicht, dass die Person, mit der ich in dieser Beziehung war, alles falsch gemacht hat, sondern dass ich auch dazu beigetragen habe, dass die Beziehung nicht so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und ich glaube, man kann aus jeder Beziehung irgendwie lernen und versuchen, das nächste Mal besser zu machen und vielleicht nicht wieder auf gewisse Muster reinzufallen. Man erwischt sich ja oft, wie man das, was man hatte, in neueren Personen dann wieder sucht. Mhm. Und dass man das vielleicht so ein bisschen loslässt. Ich musste da aber auch tatsächlich bei diesem Thema direkt an einen Song von dir denken. Und zwar, okay. Who Hurt You? Did I ask a question, little boy? I think not. If I want opinions, you're the last of the lot. Don't worry, I will ask if I ever give a fuck. Actually, I have a question, you're broken. Please tell me, who hurt you? Es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu. Ich habe den Song geschrieben, nachdem ich meine erste Live-Session so mäßig über Social Media hatte. Und ich habe danach, dachte ich so, oh, ich guck mir jetzt mal an, das war vollkommen falscher Ansatz von mir, ich guck mir jetzt mal an, was die Leute darunter geschrieben haben. Mhm. Und da hat eine Person geschrieben, was ist denn das für eine Industriepflanze, also Industry Whore, hat die Person da geschrieben.
Und ich war irgendwie so richtig sauer. Ich habe so richtig Wut bekommen und bin wieder zu Morten, also mit dem ich halt eben immer alles produziere und auch schreibe, und meinte so, ja, irgendwie hat mich das richtig aufgeregt, weil genau das bin ich nicht. So, ich bin, ich meine, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich bin halt bei keinem Label oder irgendwo gesigned. So, ich mache das alles Indie und ich habe schon immer Musik gemacht. So. Und dann meinte er so, ey, schreiben wir wieder einen Song drüber. Und dann haben wir halt zu dieser einen Person, haben wir sie halt konkret angesprochen und haben gesagt, ey, wer hat dir eigentlich wehgetan, dass du unter solchen Videos sowas kommentieren musst? Und solche Personen, das muss man sich irgendwie immer wieder klar machen, die sowas kommentieren, die haben einfach ein riesengroßes Problem mit sich selber. Und kein normaler Mensch, der mit sich selbst irgendwie ansatzweise im Reinen ist, würde jemals so ein Hate-Kommentar unter ein Video packen. Das würde mir niemals einfallen. So. Ja. Und das muss man sich, glaube ich, immer bewusst werden lassen. Ja. Aber es gibt hier auch noch eine Stelle, in der du nicht nur gegen andere schießt, sondern gegen dich selbst auch. I read all your comments, I do. I'm a sad bitch who needs validation too. I'm ignorant, I thought the internet was cool. But with like-minded people who would love what I do. Hast du kurz gezögert, bevor du das so runtergeschrieben und gesungen hast? Und so, weil ich finde, das ist, sagt man ja nicht so offen, wie du das jetzt in dem Moment tust. Ja, nö, eigentlich nicht. Weil ich glaube, sobald man sowas anspricht, entlädt sich dieses Thema unglaublich doll. Es ist nun mal so, wenn man sich in der Öffentlichkeit präsentiert und wenn man auf TikTok Videos hochlädt und Instagram-Content macht, möchte man gesehen werden. Und die Personen, die das leugnen, die sind nicht ehrlich. So, natürlich, ich lese mir alle Kommentare durch und brauche Aufmerksamkeit und deswegen mache ich das auch. Dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Song von dir. Und das ist Space von Audrey Nuna. Also ich finde, der beschreibt genau das, was ich fühle, wenn ich diesen Song höre. Und zwar so einmal durchatmen, einmal kurz chillen, irgendwohin durch den Park laufen, weiß ich nicht, rausgehen und mal an andere Dinge denken als an nur Arbeit. Es gibt einen Teil in diesem Song, den ich ganz spannend fand. Ich musste bei dir natürlich daran denken, dass du ja auch Teil der Schauspielbranche bist und auch schon seit du ein Kind bist warst. Ich meine, auf TikTok kommen ja immer noch nicht so richtig die Leute drauf klar, dass du bei den Pfefferkörnern warst. Jetzt, wo sie sagt, so sick of the cinema, I'm burning Hollywood, so habe ich mich gefragt, ob du vielleicht auch mal so einen Moment hattest oder so irgendwas, was dir passiert ist, wo du sagst, ich würde am liebsten den Laden hier anzünden, die ganze Schauspielbranche oder was auch immer. Was mich schon immer am Schauspiel gestört hat, ich liebe Schauspiel und ich liebe alles drumherum, ich liebe es am Set zu sein und mit diesem Team, vor allen Dingen so im Team zu arbeiten, finde ich einfach das Coolste. Aber was mich einfach stört so ist, dass man als Schauspieler einfach nicht man selbst ist. Kleines Problem, wenn man Schauspieler ist. Ja, dass man irgendwie immer auch davon abhängig ist, dass irgendjemand anders einen mag. Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Casting ist, ob dein Gesicht zu der Rolle passt oder ob der Regisseur findet, dass du hübsch genug aussiehst oder was auch immer. Ne? Halt so ganz viele Faktoren tragen dazu bei, dass man dann für eine Rolle besetzt wird. Und ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, da mitzuspielen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt als Ausgleich zu diesem von anderen abhängig sein, meine eigene Musik habe, um mich da komplett frei auszuleben und das zu machen zu können, was ich wirklich will. Ich würde sagen, der nächste Song, ich glaube, dass der sogar so ein bisschen darum geht. Das ist nämlich ein Song, den ich mir wieder von dir ausgesucht habe. Und das ist Power. I'm taking the power, I'm the man of the hour. I'm taking the power. Power war so ein Song, den ich geschrieben habe für Leute aus meinem, ja, aus meiner Schulzeit irgendwie auch noch. Dadurch, dass ich so fröhlich bin, werde ich manchmal als einfach so vielleicht ein bisschen dümmlich wahrgenommen. Ich weiß noch irgendwie, ich hatte mal, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, hat mich irgendjemand mal so gefragt, und was hast du für einen Abischnitt? Und dann habe ich denen so gesagt und meinte er so, ach krass, ich dachte irgendwie, du wärst dumm. Und ich war so, hä? So, hä, was denkst du denn jetzt? So, keine Ahnung. Und ich bin halt in so eine Schule gegangen, wo es sehr um diesen immer so Konkurrenz- und Ellbogengesellschaft mäßig ging. Und das habe ich mir gedacht in diesem Song. Es ist eigentlich das Beste, unterschätzt zu werden. Ja, dann kommen wir zum allerletzten Song und der kommt wieder von dir. Und das ist Haiti und Wolken. Wolken sind tief gelegt, ich will dich wieder sehen. Mich tröstet der Nieselregen, was für ein
Ich höre Haitis Musik noch nicht wirklich lange. Ich hatte sie schon immer so auf dem Schirm und dann irgendwann habe ich so ein Interview von ihr oder so gesehen und dann dachte ich mir, okay, ich check jetzt mal so ihr Album aus und dann habe ich gesehen, Alter, die release ja jede Woche irgendwas. Ja. Also ihr Output ist so krank. Die hat irgendwie, glaube ich, dieses Jahr schon 2 Alben released oder so. Also richtig, richtig heftig. Und ich finde, Haiti ist einfach eine einzige Künstlerin. Die schreibt alle Songs alleine. Und ihre Musikvideos, man merkt auch, dass es alles so homemade ist, aber irgendwie richtig cool. Sie ist auch irgendwie der ewige Geheimtipp, so nennt sie sich ja selber und ihre Fans und so, ne? Ja. Was ich einfach nicht verstehe. Ich glaube einfach, die Leute sind noch nicht bereit für ihre Musik. Und ich finde zum Beispiel dieser Song Wolken, dieser Chorus hat Hitpotenzial. So die Melodie, wie die gemacht ist, auch dieses Wolken sind tiefgelegt. Wie sie schreibt, ich finde es so unfassbar. Ich finde, der Song hat irgendwie alles, was man in einem guten Track braucht. Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, ich würde echt gerne diese Songs alle nacheinander in voller Länge hören, ohne dass ich groß was machen muss, we got you. We got you. We got you. Wir haben euch nämlich alle Songs, die wir in dieser Folge erwähnt haben, von und mit Nina Chuba in unsere Brust-Raus-Playlist gepackt. Klickt am besten einmal hier drauf und dann kommt ihr direkt hin. Und natürlich würde mich jetzt mega interessieren, wie euch dieses Video und diese neue Art von Interview gefallen hat und ob ihr überhaupt nochmal eine neue Folge davon sehen wollen würdet und wenn ja, mit wem. Deswegen schreibt mir mal alle eure Gedanken und Vorschläge jetzt in die Kommentare. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert und gebt auch mal einen Daumen nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das normalerweise macht oder nicht, aber das zeigt uns beides, dass ihr Bock auf diesen Kanal und die Videos auf diesem Kanal habt. Und wenn ihr schon da seid, dann checkt gerne auch unsere alten Videos aus. Hier ist zum Beispiel das Interview mit Sängerin Alicia Ava über Hate und hier kommt ihr zu dem Interview mit Sängerin Luna über das Selbstbewusstsein und dann hoffe ich, dass ich euch nächste Woche wiedersehe. Bye!